Herzlich willkommen auf dem Klo, hier bei Schroff gezockt und einem Spiel, was natürlich wieder absolut meinem Naturell entspricht, und zwar The Flash. Ich bin ja der absolute Comic-Nerd, wie ihr alle wisst, nicht? Deswegen stehe ich gerade so ein bisschen vor der Mauer, ob der Flash überhaupt ein DC- oder ein Marvel-Charakter ist. Ich bin da gerade irgendwie komplett doof. Ich glaube DC, ne? Ich hoffe, da liege ich richtig. Schöne Grafik übrigens hier. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das Spiel als Kind hatte und dass ich es sau schwer fand. Und ich merke es auch direkt jetzt schon wieder, dass die Steuerung komplett behindert war. Denn Springen ist auf dem Steuerkreuz hoch. Das ist bei so einem Brawler, ihr habt ja gesehen, ich habe gerade schon so einen weggeboxt. Bei so einem Brawler ist das ein bisschen blöd. Weil, gut, klar, man braucht natürlich die beiden Tasten, die der Gameboy so hat, zum Brawlen. Oh, ey, was ist denn da oben los? Kann der mal weggehen? Hallo. Ja, bitte, geht doch. Bam, 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 bam. Aber, ey, das Springen ist dermaßen ungelenk, weil... Boah, meine Fresse. Also, das hätten sie anders auf die Knöpfe belegen müssen. Es hätte ja ein Brawl-Knopf und ein Sprungknopf eigentlich gereicht für sowas, ne? Ob der jetzt schlecht oder tritt, ist mir relativ egal. Vor allem mit dem Schlag hat er kaum Distanz. Ist irgendwie ein bisschen blöd gelöst. Ansonsten, das Scrolling läuft irgendwie super flott, habe ich den Eindruck. Aber gut, wir haben auch gesehen, 91, das ist ja jetzt auch nicht eins der ersten Gameboy-Spiele, ne? Da hat man sich jetzt auch schon technisch so ein bisschen ausprobieren können und du hast den ganzen Apparat da leer gefressen, du Dickmops, was? Ich darf sowas sagen, ich bin selber dick, von daher. Ja, da kommt auch nichts mehr raus aus dem Fressensautomaten. Bam, 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 bam. Das hat der wohl alles selbst weggemopst. Meine Fresse. Ich wollte euch eine total schöne Sache erzählen und vielleicht habt ihr es selbst auch schon gemerkt, aber irgendwie sind da immer Gegner. Ich habe immer zu tun hier. Dieser Tritt sieht auch sehr geil aus. Kalinka, Kalinka, Kalinka. vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Das Video ist in 180p und 60 Frames. Es sollte zumindest so sein, wenn ich das Programm hier richtig eingestellt habe. Und das war mit meinem Laptop, mit dem ich das Ganze hier vorher immer aufgenommen habe, überhaupt nicht möglich. Vor allem sowas dann später zu rendern und so, weil das immer ewig gedauert hat. Ey, wie ist denn der gerade die Treppe hier runtergerollt? Ich habe von meiner Firma natürlich auch Weihnachtsgeld bekommen. Was heißt natürlich? Also das ist natürlich ein schöner Luxus, den nicht viele Leute haben. Geh bitte mal zur Seite da. Wie kann ich denn hier... Warum läuft denn die Zeit jetzt ab? Oh! Ach, guck mal. Wenn ich A und B gleichzeitig drücke, rennt der total schnell. Ja, gut. Ich muss das Level wahrscheinlich auch in dieser Zeit besiegen, ne? Was ist denn jetzt? Genau. Jetzt ist die große Super-Atombombe losgegangen anscheinend und ich bin tot. Oh Gott. Und wieder von ganz vorne. Ich muss dieses Level in 2,5 Minuten beenden. Jetzt habe ich das erstmal verstanden. Deswegen auch... Oh Gott, ey. Huppa. Alter. Wie krass ist das denn? Krieg ich denn irgendwie... Wie kriege ich denn irgendwie Bonuszeit oder irgendwas? Ihr haltet mich doch nur auf, ihr Idioten. Oh. Okay, jetzt muss ich wirklich mal versuchen, hier durchzurushen. Und ich war gerade dabei stehen geblieben, dass ich ja von meiner Arbeit, Gott sei Dank, Weihnachtsgeld erhalten habe. Und außerdem habe ich meine Fahrtkosten endlich mal wieder gemacht. Ich bin im Außendienst unterwegs und habe lange, lange Zeit vergessen, die mal nachzuhalten. Fast ein halbes Jahr. Und nach einem halben Jahr verfallen die auch. Deswegen habe ich die auch mal schnell gemacht. Jo, und habe da ordentlich Geld jetzt von der Arbeit gekriegt. Und habe das ganze Geld sehr schön investiert in einen neuen PC. Und ich habe schon von meinen YouTube-Kollegen Neid abbekommen. Weil ich mir eine ziemliche Maschine zusammengesteckt habe. Und mit der nehme ich jetzt heute das erste Mal auf. Ich habe das Setup hier so ähnlich aufgebaut, wie ich mir das dann... Oh, wie ich mir das dann vorstelle, wenn ich oben endlich mein Arbeitszimmer einrichten kann. Das wird übrigens auch so im Februar, denke ich mal, spätestens stattfinden. Februar, spätestens März, denke ich mal, kann ich dann da regelmäßig mich da niederlassen und meine Sachen schneller aufnehmen, komfortabler rendern und so weiter. Weil ich jetzt endlich mal vernünftige Hardware habe und nicht so ein... Laptop, den ich jetzt schon 2 Jahre lang benutze, der eigentlich nicht wirklich für Videobearbeitung ausgelegt ist.
Ja, und was natürlich noch ein schöner Effekt ist von dieser dicken Grafikkarte und dem Prozessor, den ich mir hier in den Rechner gepackt habe, ist, dass ich jetzt auch wirklich top aktuelle Spiele damit spielen kann. Ne? Also das Ding hier wird keine Probleme mit Battlefield 1 und was weiß ich haben. Hatte bei der Grafikkarte auch einen Code dabei für Watch Dogs 2. Das lädt hier gerade im Hintergrund schon runter. Die 30 GB. Das muss durch meine Leitung natürlich auch erstmal durchgedrückt werden. Ich vergesse schon wieder hier Gas zu geben, ne? Wow, okay, das war gar nicht schlecht. Komm, wir geben jetzt wirklich mal Gas hier, um das Level auch mal zu schaffen. Die erste Minute ist nämlich schon rum. Kasachok, in die Fresse. Und das erste Spiel, was ich mir bei Stream geholt, bei Steam geholt habe, ich bin jetzt nämlich auch Steam-Kunde quasi. Wow. Das erste Spiel, was ich mir da geholt habe, wird meine Grafikkarte so richtig zum Glühen bringen. Und da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Interesse dran hättet. Und zwar Indiana Jones. Oh, guck mal da, ich habe die Bombe entschärft. Ich habe das erste Level geschafft. Habe ich das jemals als Kind geschafft? Ich bezweifle das gerade. That wasn't so bad. Now to get the trickster. Okay, jetzt geht's anscheinend an den nächsten Endboss oder was. Naja, ist alles jetzt sehr spannend für mich, weil ich seit 1000 Jahren irgendwie keine PC-Games gezockt habe. Aber gut, die Unterschiede zwischen Konsole und PC sind ja heutzutage eh kaum noch vorhanden. Ich werde natürlich meinen Konsolen nicht untreu jetzt, aber ich habe natürlich jetzt am PC auch ganz andere Möglichkeiten, hier Sachen aufzunehmen, vielleicht mal zu streamen. Und das war alles vorher überhaupt nicht denkbar, ne? Von daher, lasst mir doch einfach mal ein Feedback da, was ihr so sagt. Streamen vom Weidemann, jo, gerne oder nö, lieber nicht so. Was ich eigentlich gerade erzählen wollte, mein erster Einkauf auf Steam war ein Spiel, was meine Grafikkarte, meine Nvidia 1070 so richtig zum Glühen bringen wird, und zwar Indiana Jones 4, The Fate of Atlantis. Ist eins meiner absoluten Lieblings-Point-and-Click-Adventures, weil ich da einfach unheimlich viele Erinnerungen mit verbinde. Was ist denn das jetzt Bescheuertes? Achso, ich muss wahrscheinlich so da durch, ne? Nee, das funktioniert so nicht. Und ja, man muss bei Steam erstmal 5 Dollar oder 5 Euro ausgeben, um Freunde zuzufügen und sowas, also um der Community aktiv zu werden. Und ja, das hat genau 5,99 gekostet. Und dann dachte ich mir, komm, das Ding wolltest du eh immer mal wieder zocken. Und hab's mir natürlich dann einfach mal gegönnt. Und könnt mich da gerne beifügen bei Steam. Ich heiße einfach Schroffgezockt. Also, ne, sucht bei Steam nach dem Nutzernamen Schroffgezockt in einem Wort. Da findet er mich, wenn er wollt. Muss ich aber auch mal gucken hier. Meine Güte. Aber ich bin gerade immer noch dabei, den PC so richtig zusammen, also das System einfach aufzubauen. Jetzt habe ich hier wieder keinen Turbogang gemacht, ne? Bam. Oh, meine Güte, ich wollte heute so viel erzählen. Guck mal hier, jetzt hat er mich ausgetrickst hier, der. Der Central Cities. Mine, till the next time, Flash. Okay, den habe ich schon mal gesehen. Okay, der erscheint anscheinend, wenn man dreimal abgenippelt ist. Boah, liebe Freunde, Entschuldigung für diesen absoluten Laberflash, aber es ist in den letzten Tagen einiges passiert. Mehr dazu in meinem Vlog. Der kommt auch die Tage. Den werde ich auf jeden Fall jetzt aufnehmen, beziehungsweise wahrscheinlich gestern aufgenommen haben, wenn ihr das seht. Also, ist ja auch scheißegal. Meine lieben Freunde, sorry für diese etwas aufgeregte Art heute. Aber dieses Spiel hat es ja natürlich nochmal unterstützt. Ne? The Flash war ja jetzt mal richtig, was ist jetzt los? War jetzt mal richtig stressig. Oh, meine Güte. Ja, lasst mir mal ein Feedback da, wie das mit der Videoqualität euch so gefällt. Vielleicht ändere ich auch hier noch so ein bisschen die Optik in Zukunft, aber grundsätzlich finde ich das ja schon eine ganz nette Zusammenstellung. Aber hier mit den 60 Frames, das gefällt mir schon ganz gut. Das sieht man irgendwie sofort auf den ersten Blick, ne? Ja, also, macht's gut, immer schön schroff bleiben und ich mache den Abzug hier. Kutsch.